Hallo, herzlich willkommen bei Peter Zeidler Barbecue. Heute habe ich einen edlen Fisch für euch, eine Torade. Ungefähr 600 Gramm wiegt die. Dazu braucht man etwas Zitrone, eine Tomate, Kirschtomate, etwas Rosmarin und den 5-Sterne-Fischhalter. Den werde ich euch gleich zeigen, wie das funktioniert. Da kann man die hochkant reinstellen. Etwas Weißwein da rein, etwas Olivenöl, etwas Knoblauchbutter, Salz und Pfeffer. Okay, dann werden wir mal anfangen. Ich nehme das mal weg. Die Dorade habe ich natürlich schön geputzt. Ihr seht, die ist richtig sauber. Auch die Schuppen sind weg. Die salzen wir jetzt mal. Früher hat es immer geheißen, säubern, säuern, salzen. Das braucht man nicht mehr, säuern, aber die Zitrone werden wir auf jeden Fall verwenden. Jetzt drehen wir die. Etwas Pfeffer wieder. Oh. Kameramann, kannst du mal kurz damit helfen? Muss man mit ins Bild. Mal kurz aufhalten, den Fisch, jawohl. Auch innens pfeffern und etwas salzen. Kurz warten noch. Einen Löffel Knoblauchbutter rein und einen Zweig Rosmarin. Und eine Scheibe Zitrone. Perfekt. Dann tun wir da vorne und hinten noch eine Tomate stecken, dass er einfach ein bisschen offen bleibt. Da tun wir etwas Weißwein in diese, ich zeige es euch mal, in diese Aussparung. Wir tun etwas Knoblauchbutter da rein. Und setzen unseren Fisch einfach da rein. Als Abstandshalter links und rechts nehmen wir noch eine Scheibe Zitrone. Und dann kann man noch links und rechts etwas mit Rosmarin das garnieren. Das reicht schon. Das gebe ich jetzt mal weg. Das müssen wir noch auseinander pflücken. Schaut super aus. Ich habe das schon mal ausprobiert. Es ist richtig lecker. Und dann tun wir oben noch einen Hauch Olivenöl drüber über den Fisch. Würzen dann nochmal von oben. Noch wegen Salz, Pfeffer. So. Schaut doch herrlich aus. Jetzt probieren wir das mal aus. Unser Sous-Vide hat 300 Grad. Den nehmen wir jetzt und setzen den oben drauf. Ich setze ihn ein wenig schräg, dass er nicht in das Rost reinfällt. Zwischen 15 und 20 Minuten ungefähr. Die Temperatur tun wir noch ein wenig zurück, dass er auf 250 runter geht. Und dann sehen wir uns in 20 Minuten wieder. Die Dorade war jetzt für ungefähr 25 Minuten auf dem Grill. Oben am Ablagerost bei 220 Grad ungefähr. Jetzt schauen wir mal nach. Ich nehme jetzt mal hier den großen Handschuh und hole die rüber. Nehmen wir mal die aus dem Halter raus, aus dem 5-Sterne-Fischhalter. Sehr gut, jetzt drehen wir sie mal. Ihr seht, da oben ist es schön knusprig. Jetzt schneiden wir die mal an. Immer auf der Rippe geschnitten da, in der Mitte. Herrlich, schaut euch das an. Super schaut es aus. Jetzt tue ich meinen Rosmarin noch ein wenig drauf. Und dann tue ich noch ein wenig abbröseln leicht. Dann kommt noch ein wenig Salz drauf.
Ein Hauch Pfeffer. Und dann nehme ich noch mal meinen Handschuh. Träufel diese Soße ganz leicht über den Fisch. Mit Wein, Knoblauchbutter, die Tomate. Und jetzt probieren wir die ganze Sache. Ich weiß schon jetzt, dass es Butter ist, aber das ist ja ein Fisch, ne? Keine Gräte drin. Wahnsinn. Der Wein und die Knoblauchbutter ist echt in den Fisch reingezogen. Ich habe es nicht gedacht, dass das so gut funktioniert, aber es ist wirklich super. Es schmeckt echt genial. Ein super Fisch. Wenn er euch gefallen hat, der Fisch, Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal. Euer Peter Zeidler. Ich verlinke alles nach unten.